Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Far Cry 3 Blood Dragon. Und hier sind wieder hier und spielen, wer zuerst den Abgrund runterfliegt. Also die hat gesagt, wir überleben fast jeden Sprung. Okay, dann überleben wir das vielleicht sogar. Oh, Scheiße! Dark, bin drin. Dr. Carlyle leitet das Projekt zur Isolierung des Blutes für die Roten Speere. Ich sah die Resultate seiner Experimente. Es war grauenhaft. Keine Sorge, Doc. Ich stoppe ihn. Das ist eine Rex-Code-Garantie. Mission. Dr. Carlyle eliminieren. Vor allem... Oh, Scheiße! Bumm. Bin drin. Weißt du, so ganz gelassen, aber bin drin. Waffen, Cobra-Con, erweitertes Magazin. Ja, sicher doch. Ohne Witz, das ist richtig geil. Dann einmal schnell einen Konsumartikel, neuen Körperpanzer kaufen, Munition. Dann sammeln wir ein bisschen Zeug hier ein. Willkommen, Sergeant Rex Powercold, zu Ihrem letzten Tag auf Erden. Den Krakenmann freilassen! Ist nicht ausführbar. Krakenmann ist in letzter Fertigstellungsphase. Du nutzloses Stück veralteter 8-Bit-Harper! Stell ihn endlich fertig! Ja, stell ihn endlich fertig. Weißt du, hier die Wissenschaftler, ne? Stell ihn endlich fertig, okay. Aufgehen. Ich liebe 2007. Ja, das ist definitiv, der Spruch hat mich auch ein bisschen zum Grübeln gebracht. Für 2 Schuss nehme ich die Munition mit, natürlich. Lebensfeindliche Anzeichen entdeckt. Und zu schießen bietet möglicherweise etwas Abwechslung. Oder es geht nach hinten los. Viel Glück. Ich würde mich nicht spritzen, ich würde mich eigentlich den Brand wegmachen. Da ist noch ein Shop. Guck mal, nice. Schieß ihm doch jemand ins Gesicht! Meinst du, so wie ich bei euren Männern die ganze Zeit? Ist da vielleicht noch einer? So, noch einer vielleicht. Ich hab noch ein paar Kugeln übrig. Krass! Ah, komm hier. Alle Alarme deaktiviert. Ja, 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 okay. Oh, ich hätte wahrscheinlich die Treppe hochgehen sollen. Wäre klüger gewesen. Ein Labyrinth das ja auch ist, weißt du, alles so Rex, ordentlich gebaut. Ich habe Teilzugang zu Ihrem System. Ich werde die Türen für Sie öffnen. Ja, ja. Mach doch mal die Türen auf, ich kümmere mich um die Total. Ach, leck mich. Oh, oh. Ja, die Dicken sind auch kein Problem mehr. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Hm, okay. Ich treffe die manchmal aber auch nicht, ne? Jetzt kann ich Feuer löschen. Oh oh. Das war ein großer Fehler, hier hinzugehen.
Oh, ein Riesenfehler. Ich hab ein Problem. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Okay, ich habe kein Problem mehr. Jetzt habe ich einen Granatentakedown. Hammer. Nice! Ich öffne jetzt die Tür. Missionsziel. Ausgang nehmen. Ach echt, sag was. Da platzt ihm der Kran. Ach komm. Den hatte ich im Auge. Ja, Schiff auf Ausgang. Ich muss erst mal kurz den Typen hinten töten. Das machen wir noch nicht. Aber schon wieder am Brennen hier, ey. Was brenne ich denn immer? Feuer ist nicht gerade so gut. Kannst du mal... Wieso ist er nicht gestorben? Vorsicht, Sergeant Cold. Ein Fehlschuss und sie lassen meine Geschöpfe frei. Die Rennzombies. Außer er schießt auf die Container und führt die Rennzombies zur Omega Force. Sie sind nicht wählerisch. Warum hast du das jetzt gesagt? Okay, also irgendwie... ist da jetzt nicht das passiert, was ich gedacht habe. Ach sorry, ich muss das einmal tun. Warte mal ganz kurz, ja? Halt mal ganz geschmeidig hier. Glauben Sie, mein Tod würde irgendwas ändern. Das Projekt läuft jetzt vollautomatisch. Sloan hat genug aerosoliertes Blut und Raketen, um die ganze Welt zu infizieren. Doc, Sloan hat alles, was er braucht, um diese Raketen abzufangen. Ich komme mit einem Heli zu Ihnen. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Nicht gut. Nicht gut. Warten Sie nur ab, bis mein Krakenmann funktioniert. Warum lacht ihr, Narren? Ich soll's nicht in der Mitte stehen. Nein, ich bin runtergefallen! Nein, ich bin unter Panik. Geht alles. Wie fühlt es sich an, veraltet zu sein, Sergeant Cold? Vielleicht besiegen Sie nicht den Neandertaler. Okay, ganz genau schmeidig bleiben wir. Ich bin der ultimative Cyborg. Ganz in Ruhe alle töten. Spacken hier, ey. Ich dachte, ich kann da hoch. Na, ich häng fest. Ich würde gerade sagen, ich bin hängen geblieben, was wäre irgendwie... irgendwie nicht so cool gewesen für mich jetzt. Boah, ist das viel zu viel hier los, ey. Viel zu viel. Die Nerds haben Kampfgeist. Die nicht zu Carlyle gehören? Ja. Meister vom Himmel, macht hoffentlich nichts. Sie sind eine Cyberratte in meinem Cyberlabyrinth. Mal kurz hier heilen. Und jetzt bitte ich heil mal darum, neue Munition zu kaufen. Und Konsumartikel. Nein, nicht so oft. Wobei, ich habe Fähigkeiten, kann ich mal eben nachgucken.
Level 18 ist das hier. Ja, Granatendetektor. Und was kriegen wir denn als nächstes? Ja, Gesundheitsfest, klar. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren bis zu 75% schneller. Du hältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld und du verringerst den Schaden, nämlich Explosion allein zu 50%. Okay, also alles nicht so mega interessant. Gravitationsaufzug entdeckt. Er kann die Schwerkraft umkehren und sie nach oben katapultieren. Wow! Wissenschaftler. Hier werden Sie sterben, Sergeant Rex Powercold. Ist der Krakenmann bereit? Lasst den Krakenmann los! Befehl nicht ausführbar. Der Labortürmechanismus ist defekt. Alter. Schwachstelle im Sternum der Blutdrachen entdeckt. Zielen Sie auf das Leuchten auf Ihrer Brust. Zur Erinnerung. Das ist ein bisschen schwer. Hier werden Sie sterben, Sergeant Rex Powercold. Ist der Krakenmann bereit? Lasst den Krakenmann los. Befehl nicht ausführbar. Der Labortürmechanismus ist defekt. Schwachstelle im Sternum der Blutdrachen entdeckt. Zielen Sie auf das Leuchten auf Ihrer Brust. Zur Erinnerung. Ich bin dabei. Unten bleiben und Zeit auf den Kopf sammeln. Nicht mehr Cybersoldaten rein. Diese veraltete 8-Bit-Hardware ist offenbar nicht in der Lage, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Bitte töten Sie mich nicht. Befehl leider nicht ausführbar. Missionsziel. Ausgang nehmen. Scheiß, die Wand, ne? So, den machen wir auch noch schnell weg. Also die Drachen sind langsam echt kein Problem mehr. Das war gar nicht mal so einfach, muss ich zugeben. Ein Spitzenplan, Doc. Ich würde sie ungern verlieren. Ich meine, einen feinen Soldaten wie Sie. Missionsziel erreicht. Zu diesen Koordinaten. Husa! Ja, okay. Dann können wir jetzt hier reingehen und Munition kaufen und Inventar auffüllen und ja. Das ist doch so ein bisschen was mich stört, dass man irgendwie viel zu viele Sachen kaufen muss. Das ist Kiste! Eine Kiste! Oh! Geil! Wo sind wir jetzt eigentlich und wo wollen wir hin? Ach, wir sind hier. Wunderbar. Da unten müssen wir hin. Die Karte ist echt nicht so mega groß, aber irgendwie reicht ja schon. Wir gehen jetzt trotzdem erst dahin. Ich habe mich voll Bock, wieder eine Garnison zu befreien und so einen Nebenauftrag zu machen, um neue Aufsätze freizuschalten. Oh, so ein Drache ist aber niedlich. Ah! Ob der Drache hier hinkommt? Halt mal deine Maul. Der geht flach, der Junge. Ah, jetzt ist er wenigstens Beschäftigung. Geil. So. Oh, es sind 4 Leute. Thank you.
Ah, okay. Will da nicht noch irgendwie einer kommen? Ja, hab ich dich gesehen, es ist jetzt Schwachsinn. Okay, wonach genau suchen wir? Ich bin doof. Ach, jetzt ist auf die Idee gekommen, Verstärkung zu rufen. Oh lol. Der steht doch dahinter, oder nicht? Ach so, da. Okay. So. Den haben wir jetzt auch mal endlich weg. War es das jetzt? Nö. Neue Mission empfangen. Zeige jetzt an. Keinen Gegner übrig lassen. Aber sicher. Was ist das jetzt? Alter. Ja, ich sehe nichts mehr. Wo kommen die jetzt wieder alle her? Ich dachte, ich gerade alle weggesnipert. Ha. Aber diese Musik ist aber immer noch geil. So, jetzt war es aber. Und noch ein weiteres grünes Licht im Himmel zu sehen. Ooh, 69 würde ich wohl sehr gerne, oder? Warte mal, ob das geht. Bleib mal stehen. Das macht mir Angst. Ein Schuss, zwei Leichen. Wuhu! Da oben ist ein neuer Auftrag, den gehen wir mal direkt hin. Was habt ihr denn da? Leichter Lauf dann. Tiger haben einige Wissenschaftler gefressen. Das ist... Bafui! Geh und bring die Katzen um, weil sie Katzen sind. Soll das einen Sinn ergeben? Ja, ich bin fast richtig gelaufen. Fast. Vielleicht gibt es ja später nochmal so eine Jagdmission, wo wir Drachen töten müssen. Das wäre auch irgendwie ziemlich lustig. Ich würde auf jeden Fall die Flammenwerfer eintauschen, wenn es... Ah, Bogen. Finde ich gut. Ich finde irgendwie cool, wie die Pfeile aussehen, die so da dran stecken. Ha! Viel zu viel. Ach Scheiße. So. Verstehe ich jetzt nicht. Vor allem, irgendwie sind hier die Viecher viel, viel einfacher als in Far Cry 3 noch selber. Muss ich erst mal diese Dinge auspacken hier so? Dann räumen wir erstmal die Kiste aus. Ah, ich bin so schlecht. Na komm, ja, C, hier, komm, weg mit dir. Ja, auf jeden Fall. Wa
weil der so viel ausgehalten hat. Deswegen war mir das irgendwie jetzt schon klar. Aua. Ach, die Ziegen hatten wir schon, ne? Dann können wir es auch sein lassen, die zu töten. Dann gucken wir nochmal auf die Map. Und dann gehen wir meiner Meinung nach... Wir könnten eigentlich auch die ganzen TV-Geräte schon so einsammeln, aber... Ach, bei so vielen sind das eigentlich gar nicht. Komm, scheiß drauf. Ach ja, komm, dieser Drache ist sowieso scheißegal. Der juckt mich nicht. Yeah. Ein bisschen Geld. Hier ist ein TV-Gerät. Was soll der Scheiß hier eigentlich? So, nein, nicht wieder da reinfallen. Oh, zum Glück. Ich dachte jetzt schon. Dann haben wir das auch erledigt. Und Spaß, das sind echt nicht viele. Können wir echt so schnell laufen. Wir sind doch noch so ultra schnell. Ich meine, das Ding ist 200 Meter weg, ne? Aber... Laufen wir eine halbe Minute, sind wir da. Gehen wir nicht auf den Sack. Ach, warum muss das auf dem Berg oben sein? Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, da komme ich auf jeden Fall hoch. Da nicht. Okay. Dann tippen wir uns einfach. Geht einfacher, als jetzt den ganzen Berg hoch zu kraxeln. Falsche Seite, falsche Seite. Hä? Da geht's raus, okay. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich springe, bin ich schneller. So, da oben ist ja die Kassette. Ich frag mich ja, wer die ganzen VHS-Kassetten so dahin legt. Maul halten. Kein Zettel, für den ich es gelabere. Hier gibt es ein paar Sachen zum Sammeln. Und wo ist jetzt die VHS-Kassette? Draußen, war? Ja, hier. Und das nächste Teil ist dann direkt da. Ist mir sogar schon dran vorbeigelaufen, aber nice. Mach einen Abgang! Cool. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Halt's Maul, Kackvieh. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen, ne, die wir aufbauen können. Deswegen gehen wir jetzt zum Shop, den suchen wir jetzt. Und ich habe schon gefunden. Und kaufen uns die Sachen dann direkt mal. Waffen, Phasertron, leichter Lauf. Cobracon, Riesenmunitionskiste. Bogen, ja, und die haben ja eigentlich nichts. Erstmal strecken hier. Aber das war's für diese Folge, deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!